Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich bin Rotmac und wir sind hier in St. Warry Hills und ich habe keine Ahnung, wie dieser Brahmin hier in das Haus gekommen ist. Ganz ehrlich, keine Ahnung und ich weiß auch nicht, wie das Ding wieder raus soll hier. Endlich kann ich wieder klar denken. Kein Problem. Habe ich gern... Oh, Moment. Moment, mein Freund. Du bist doch der Typ mit der Colaflasche, ne? Dich weise ich nun zu. Ja, und zwar gehst du nach Good Warwick. Ja, jetzt haben wir endlich... Jetzt habe ich die ganze Zeit gesucht nach so einem. Ja, bestätigen. Enter. Enter, 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 enter. Wieso geht da nichts? Hallo? Ich bestätige doch. Ist der jetzt... Nee, ist nicht zugeteilt. Wie... Nein! Nicht Tabulator. Tabulator. Du bist zugewiesen. Das passt wunderbar. Ich habe nämlich jetzt schon gedacht, wen könnte ich da hinschicken als Versorgungsrudler. Und jetzt ist der Fall klar. So, ich habe Taschen geleert. Ich habe mal wieder natürlich nicht die Leute richtig ausgerüstet hier. Ich muss mir da echt mal Nachmittag frei nehmen und hier St. Warry Hills wieder ein bisschen auf die Beine helfen. Und auch ein bisschen die anderen Siedlungen begutachten und die ein bisschen auf Vordermann bringen. Na, aber jetzt haben wir keine Zeit dafür. Wir wollen weitermachen. Es gibt Action, Action, Action. Ich habe Platz in den Taschen. Wie ihr seht, 325, 480 kann ich mittragen. Also da geht einiges. Und Dogmeat hat auch nichts mehr dabei. Also schauen wir mal, was wir machen wollen. Und es ist klar, wir wollen die Miele aufstellen für die Railroad. Und dafür müssen wir... Ja, was müssen wir? Was ist das für ein markierter Ort? Weg damit. Ich will doch den Ort nicht markieren. Was soll denn das? Hallo? Ha? Ja, Markierung entfernen. Dankeschön. So, ich will hier Mila aufstellen und dafür gehen wir ins Reisebüro und switchen dann darunter. Ja, ich bin echt motiviert, hier die Quests jetzt durchzugehen. Wir machen hier zack, 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 Quest um Quest nun. Ist vorbei mit dieser Dödelei hier. Überall auf dem Weg noch Abkommen und so. Gut, das kann immer noch vorkommen, absolut. Aber ich will jetzt wirklich so ein bisschen Ziele vor Augen haben. Wir sind jetzt lange genug rumgeeidelt, wie ich dann so schön sage immer. Wir wollen jetzt Tacheles reden. Wir wollen jetzt endlich vorwärts kommen. Railroad muss auf unserer Seite sein. Vollkommen, die müssen da echt, dass wir keine Quests mehr haben, nur noch diese wiederholbaren, wenn es dann von denen gibt. Und wir haben schon Besuch hier, noch keine Minute hier und schon gibt es den ersten Clinch. Oh, Clash. Alter, jetzt muss ich mir wieder ein bisschen einschießen da. Was ist denn los? So. Wieso? So, genau. Alles gut, alles gut. Ich wollte schon sagen, wieso bin ich so langsam? Dogmeat hat schon den nächsten Gegner entdeckt. Ich frage mich, wo der ist. Hallo? Da hinten wird geschossen. Fass meinen Hund nicht an, du kleine Mistkröte. So. Und dann direkt weiter hier, 69 Meter in Richtung Süden. Da gar nicht lange Zeit verlieren. Wie gesagt, wir haben Missionen und die lösen wir jetzt. Und jetzt habe ich noch Lags. Was ist denn da los? Was war denn das jetzt bitte? Computer überfordert. Ich gebe dir gleich, was das sein. Wo ist der Supermutant? Wo ist der verdammte Supermutant? Nee, wir suchen ihn jetzt nicht. Wenn er kommt, dann haben wir ihn. Und wenn er nicht kommt, dann... Wir suchen ihn jetzt nicht mehr. Ah, hier habe ich den Ding erledigt. Hallo? Hallo, was ist denn da los? Was ist denn da los, bitte? Da werden Molotow... Oh, da war auch noch Besuch. Einmal... Das geht gleich actiongeladen los hier. Ich habe das Gefühl, dieses MG hier habe ich schon 100 Mal weggeballert. Aber anscheinend nicht. Wo haben wir denn hier noch Gegner? Ich sehe da. Da ist auch ein Hund. Den Hund sehe ich. Da drüben. Okay, hier ist noch einer. Das sind Raider. Kein Problem. Der hat noch ein bisschen was Munition dabei. Sehr gut. Der Hund hat noch Hundefleisch. Da geht noch einer nach hinten. Wo sind die Schweine? Ich sehe die nicht. Was ist denn da los? Kollegin?
Da oben irgendwo. Komm mal, Watts einschalten. Für irgendwas haben wir das schon. Ah, hier. Gut. Einmal auf den Kopf geschossen und weg ist er. Ja, nämlich. Nämlich. Alter, woher kommt dieses Schwein denn? Der müsste ja irgendwo da drüben sein. Ich sehe ihn nicht. Irgendwo da drüben. Ah, was? Da fliegt, nee, da fliegt nur was. Da können wir auch drauf schießen. Bam. So geht das. Da oben ist er wahrscheinlich ein Supermutant. Ein verdammter Supermutant. Aber weißt du was? Das ist jetzt nicht mein Problem. Der da ist mein Problem. Und Kollege, friss das. So, nein. Decken wieder raus. Da ist noch ein Supermutant. Ha, das sind doch keine Gegner mehr. Das sind einfach keine Gegner mehr für uns. Ach komm, friss das Ding. Ich hoffe, der ist jetzt drinne. Alter, wieso? Wieso treffe ich damit nichts? Der geht hier gar nicht rein. Aber da waren wir doch schon 100 Mal, habe ich das Gefühl. So, weg ist er. Das war der letzte, glaube ich. Jetzt habe ich die Maschinenpistole noch mitgenommen. Die wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Wir nehmen hier alles mit. Alles, was brauchbar aussieht. So, und weiter geht's. 50 Meter. Komm, jetzt gar nicht lange hier. Dogmeat ist auch mit am Start. Ich muss ganz kurz die Musik ein bisschen leiser drehen auf den Ohren. Das ist gerade ein bisschen übertrieben. Da ist ein Supermutant. Da war ein Supermutant. Das ist doch einfach. Das ist... Weißt du, das hat ja nichts mehr mit irgendwie... Mit Krieg zu tun. Das ist so asymmetrisch, dieser Krieg. Oh, legendärer. Oh! Oh, oh, oh. Bevor ich hier groß die Klappe aufreiße, sollte ich vielleicht mal ein bisschen auf meine Live schauen. Alter. Und ich erzähle hier was von wegen kein Problem. So, komm, fall runter, bitte. Muss ich jetzt echt noch hoch den... Das sind ja zwei Legendäre. Muss ich die echt jetzt beide noch... Was bist denn du für einer? Ein Vollstrecker. Immer schön auf die Brust. Da hat er auch Rüstung an. Das braucht mehr Munition. Und da fällt er. Hat noch einen. Alter Schwede. Na komm, zeig dich. Komm, ich halte dann die Luft an, wenn du kommst. Willst du nicht? Alter, komm. Ja, gut. In den Arm geschossen und der stirbt gleich. Lusche. So, dann gehe ich. Ich gehe jetzt da. Ich muss jetzt fast hoch, weil da hat's Loot. Da hat's ziemlich guten Loot sogar. Ziemlich viel guten Loot. Das heißt, ich muss darauf. Hey, Kollege. Ach, dieser 5mm. Oh, ich habe keine Munition mehr, sehe ich gerade dafür. Oder fast keine mehr. So. Die war noch ein Stockwerk weiter oben. Ist das hier der Legendäre? Nee, das ist ein normaler Supermutant, aber auch der hat Munition mit dabei. Waren die noch höher? Geht der gar nicht. Okay. Aber das finde ich doch mal ein gelungener Start hier in die Folge. Überall wumst es. Aber hier, wir müssen wahrscheinlich mit dem Lift rauf. Im Aufzug. Ich sag immer Lift. Aber ich denke, man sagt auch Lift im Hochdeutschen, ja? Weil bei uns ist es einfach der Lift. Fertig. So. Aufzug. Ui, ui, ui. Nein, ich trottel. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Ich bin... Das war nicht der Plan. Scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht so handhaben. Alter, hallo. Da ist die Tür. Bin ich da wieder raus? Gerne. Sehr schön. Aber ich muss doch die... Ich muss die beiden jetzt... Was sind denn die? Das ist ganz bestimmt mit dem Aufzug ganz rauf. Ganz bestimmt. Weil das muss ich mir schon holen, wenn ich da schon was geschossen habe. Muss ich mir die Trophäe auch holen. Jetzt... Aufzug ist nicht da. Okay, kann man nicht holen hier. Hier oben kann ich den Aufzug... Nee, auch nicht. Aber hier oben ganz bestimmt. Da muss es gehen. Alter, was? Wie komme ich denn da rauf? Was denn... Geht doch gar nicht. So, mal nachladen hier. Wie komme ich denn da rauf, bitteschön? Da oben liegt Loot. Ah. Et voilà. Klettern. Klettern. Wenn der Aufzug nicht geht, dann musst du klettern, Junge. Da musst du ein bisschen was tun für die Beute.
einen Schlagring. Gut, das gibt halt ein bisschen Kronkorken und mehr nicht. Und da haben wir, der hat ja nichts dabei. Aber da war doch noch ein zweiter. Da war doch noch ein zweiter von denen, oder? Da ist noch ein bisschen Patrone. Willst du mich verscheißern? Da waren doch zwei legendäre Mutanten. Oder habe ich nur einen getötet und habe gemeint, das seien zwei? Kann natürlich ganz gut sein. Kann ganz gut sein. Wir gehen da noch eines weiter rauf. Oder ist der? Ist es vielleicht dieser junge Herr hier? Müssen wir auf der anderen Seite durch. Ja gut, wir haben zumindest gut gesäubert von unten bereits. Scharfschützengewehr, nee. Das ist auch nur ein bisschen Munition. Ja, aber hier oben war... Hier waren wir doch noch gar nicht. Noch jetzt ein bisschen weiter rauf. Wo sind wir denn hier? Kann man das auf der Karte entdecken? Baumila auf. Wir sind eigentlich sogar richtig. Wir sind sogar richtig. Wie geil ist das denn? Per Zufall für die Mila. Die muss hier oben gemacht werden. Wie geil ist das denn, bitte schön? Das hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht gedacht. Ich dachte, ich bin da wieder irgendwo falsch. Aber nee. Stimmt schon so. Also, bauen wir hier die Mila auf. Na, eben mal aus der Hosentasche genommen. Wir haben ja große Hosentaschen, ja. Meine Fresse. So, das Ding ist hier. Und was soll man jetzt machen? Jetzt habe ich es nicht gelesen. Jetzt bin ich wieder hier, ne? Erstatte Tüftler-Tom-Bericht. Ja, das machen wir doch gleich. Einfach mal hier porten, ja. Jetzt machen wir gar nicht lange Larifari. Wir porten uns dahin, wo wir hin müssen. Erledigen unsere Aufträge und machen weiter. Bam, bam, bam. Jetzt geht's richtig ab hier. Jetzt bin ich mal konsequent. Einigermaßen. Ja, immer dieses hier noch und da noch. Carrington, hab jetzt zwar... Was? Was? Willst du reden? Du willst reden, Trommler? Angeblich steht Diamond City unter Kontrolle des Widerstands. Was ist in Diamond City? Diamond City am Arsch? Alles ruhig. Vorerst. Glory, meine kleine Freundin. Das macht die Sache echt gefährlich. Ja, ihr redet alle ein bisschen wir durcheinander. Das bringt mich aus dem Konzept. Die Diamond City, ich habe doch schon mal im Radio was gehört, von wegen Diamond City ist die Hölle los. Ich glaube, wir müssen da mal wieder hin. Aber erstmal eine Menge Informationen. Auf den ersten Blick sieht die Atmosphäre normal aus. Aber ich werde mal tiefer in die Daten eintauchen. Ich hätte da schon den nächsten Standort für eins meiner Babys, falls du Zeit hast. Okay, nächster Standort. Ich weiß nicht, ob wir hier... Ist das jetzt schon die Daily-Ding? Wir machen das noch eins, zweimal mit. Und wenn es dann zu keinem Ende kommt, dann lassen wir es dann halt mal. Da ist eine Power-Rüstung. Die interessiert mich eigentlich nicht. Ich will gerne wissen, wo ich als nächstes hin muss. Baue Miele auf. Commonwealth Bank. Nee, ich denke nicht, dass das... Weil die sind ja alle, das ist ja anders angeschrieben hier. Ich denke nicht, dass das diese unendliche Quest ist von ihnen. Wenn es das überhaupt gibt. Ich gehe einfach mal davon aus, weil die Bruderschaft hat sowas und die Minutemen scheinbar auch. Ja, so, jetzt hier sehe ich endlich... Da, hier müssen wir hin. Das kennen wir ja auch schon. Kann man einfach hinreisen. Was war das Problem? Ja, ich will gerne da hinreisen. So, dankeschön. Gehen wir da hin und schauen mal uns um und stellen die Mila auf. Dann kommen wir zurück und vielleicht müssen wir noch eins, zwei aufstellen. Wenn das helfen tut, dann mache ich das gerne. Absolut kein Problem. Da bin ich nicht eitel. Was? Was laberst du? Einfach mal ne, einen Schluck Wasser nehmen und die Schnauze halten. Das kann auch helfen. Mal ein bisschen die Musik genießen hier. Ihr hört die Musik ja gar nicht, weil ich immer nur am Labern bin. So, jetzt ist aber Ruhe. Ruhe. So, das soll es gewesen sein. Fertig mit Ruhe. Jetzt, wenn der Bildschirmschoner hier mal meint, er könne weiterfahren. So, sehr schön. Also dann, 39 Meter, los geht's. 30 Meter, geht's hier rein. Oh, da können wir was öffnen. Kleine Meisterdiebe. Et voilà. Schön. Geöffnet.
das hört sich nach Gegnern an. Ich muss mal was reinpfeffern. Nein, ich will nicht die Impulsminen. Lass mir hier die Splittergranaten weiterhin. Aber ich will was essen. Und zwar können wir jetzt ein bisschen Mutanten... Das ist ja gar nichts, das Mutantenfleisch. Oh, das hat der Red. Oh, großer Fehler. Red away. Und dann geröstetes Mylurk-Fleisch. So. Jetzt reicht dann auch schon. Und einfach mal, weil es Spaß macht, eine Splittergranate rein. Bam. Und gleich nochmal. Komm. Oh. Hast du da geschlafen oder was? Woher kam denn der? Wer denn? Den der? Was? So, der ist weg. Wo ist das MG? Hier ist auch weg. Sehr gut, das nehmen wir alles mit. Hier. Nee, das brauchen wir nicht mehr. Gut, und ich denke, wir müssen hier rauf. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, du bist relativ richtig. Und ein Aufzug ist schon mal gut, weil das geht hoch hinaus. Und wir wollen hoch hinaus. Ach, diese Musik. Ich liebe Aufzugmusik. Hör dir das an. Das ist richtig schön. So, und wir sind hier. Und in diese Richtung, 3 Meter. Die Höhe stimmt. Die stimmt. Ein Terminal. Das wir knacken werden. Bodyguard. 2 Treffer. Ach, leck mich doch. Nein. Der eines stimmt schon mal. Aber dann ist auch schon fertig. Eins nur, das ist nicht okay. 1, 2. Könnte sein. Also. Ha! Ich bin ein kleiner Tüftler. Kleiner Sherlock. So, Zugriff auf Tür. Es passt. Wir gehen zurück. Türe, öffne dich. What the fuck? What the fuck? Was ist dahinter? Wow! Wow, wow, wow. Was ist denn hier los? Habe ich eine Bank überfallen? Oder? Ach, das stimmt, das ist eine Bank. Ich trottel. Das ist ja eine Bank. Wie geil ist das denn bitte? Dass da noch keiner drauf gekommen ist? Oh, Patronen. Technische Dokumente. Ah, sehr schön. Ah, komm, wir haben genug Platz. Nehmen wir auch noch mit. Ei, Dogmeat können wir ja auch noch füllen. Das klingt seltsam. Oh, das ist knifflig. Das ist uiuiuiui. Dieses Schloss will es wissen. Sag ich und dann... Na, komm hier, so. Na, komm noch... Nein! Das ist Kunst hier. So. Ich beherrsche die Kunst. So. Ja. Verdammt nochmal, ja. Spielzeugraketen. Keine Ahnung wofür, aber ich nehme sie mit. Vorkriegsgeld. Ja, dann werde ich ein reicher Mann sein, wenn ich zu Hause ankomme. Ordner, nein. Habe ich einen schon eingepackt, ich weiß, aber zweiten brauchen wir nicht. So, das soll es gewesen sein hier. Wie geil ist das denn bitte? Das war jetzt relativ gut. So, dann schicken wir hier den auch noch raus. Einfach nur wegen Apps und dann können wir... Wow. Heute habe ich es im Griff. Heute läuft das Ding bei mir. Die Einheit aktivieren. Ich denke, wenn wir die rauslassen, dann kommen vielleicht keine Raider mehr zurück. Wer weiß. Wenn die einzeln spawnen, dann haben die keine Chance gegen den Protektron. So. Aktivierung Protektron zu ziehen. Jawoll. Der kleine Polizist. Jetzt gehen wir da raus. Und ich glaube, da draußen sollten wir Mila aufstellen können. Was sagt uns das Spiel? Ja oder nein? Das klingt eher nach Nein. Oder muss ich hier hoch? Muss ich vielleicht hier hoch und dann wieder rüber? Weil das sieht aus, als müsste ich da oben irgendwo. Aber ich komme von hier aus nicht rüber. Also wieder zurück. Ich muss den Aufzug... Gibt es noch einen zweiten Aufzug? Da muss ich irgendwie noch weiterkommen. Das muss noch weitergehen.
Da stimmt was nicht. Ich habe gedacht, vielleicht vom Nebengebäude her kann ich dann oben rüberlaufen. Aber da ist nichts. Also muss ich mich hier weiter umschauen. Die Frage ist, das sind zwei Aufzüge. Da geht es auch noch weiter. Da geht es wieder runter. Runter ist mal schlecht. Diese Tür. Schauen wir uns die mal an. Auch das auf Anhieb. Was ist los, Junge, mit dir heute? Eine Toilette. Zum Glück war die abgeschlossen, weil die zwei Stimpacks, ja, die habe ich mir richtig verdient hier. So. Da geht nichts auf. Ich frage mich halt echt, Aufzug. Muss ich diesen Aufzug hier wählen? Kann ich hier, ich kann hier nicht, nein. Aufzugskonsole, wir versuchen es einfach mal. Gehe ich rauf oder runter? Das schaut nach runter aus. Ja, ich fahre runter. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Ich schau mal. Ja, von da bin ich gekommen. Der ist out of order. Okay, wir machen das so. Ich gehe hier nochmal rein. Und dann nehme ich den linken Aufzug. Von mir aus gesehen jetzt. Weil die Lichter, ne? Ja, wir gehen rauf jetzt. Das stimmt so schon. So, Mittelstation. Und jetzt gehen wir hier rein. Und können wir mit dem jetzt rauf? Ja, nach oben. Sehr schön. Ah, ich bin ein Meisterdetektiv. Ich bin einfach Sherlock persönlich. So, das sieht gut aus. Hier wollen wir raus und ich denke mal, hier sind wir jetzt richtig. Aber das Denken überlasse ich mal anderen. Ich mache es einfach. Ich bin der Macher. Schau dir das an hier. Wie geil ist das denn? Mila. Und wir können Tüftler Tom Bericht erstatten. Hat es da noch irgendwas auf dem Dach? Also es zieht wie Sau hier. Oh, ist das schön hier, ne? Ein bisschen Ausblick. Denn das genießen wir jetzt noch kurz. Das gönnen wir uns. Noch ein bisschen Nervenkitzel. Ne? Nervenkitzel? Wenn ich jetzt sterbe, dann ver... Na, ich... Nee. Nee, 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 nee. Machen wir nicht. Komm, ist gut. Die Drogen nehmen wir mit. Ist das Munition hier? Oh, sehr schön. Bisschen Munition. Und auch noch ein bisschen Drogen. So. Dann gehen wir zurück zu Railroad. Wir geben den ganzen Quark hier ab. Und schauen mal, wo wir als nächstes hin müssen. Einmal zurück. Waffe eingesteckt. Carrington will mit dir reden. Hörte sich wichtig an. Carrington? Okay, Moment. Ich will aber zuerst Tüftler Tom besprechen. Noch ein Mila aufgebaut, der Daten sendet. Es könnten noch mehr Milas aufgebaut werden, wenn du Interesse hast. Ich denke mal... okay, jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt da, wo wir wirklich immer wieder... Ja, das ist, glaube ich, wirklich so eine Endlos-Quest. Aber wir kriegen jetzt eine neue Quest anscheinend. Alles in Ordnung? Hat das Institut ja, komm. Was mit dir gemacht? Nee, kann ich jetzt sagen ja? Oder warte, ich handle mal. Alles klar. Kann ich mal wieder ein paar Sachen verkaufen, die ich sowieso nicht brauche? Wie zum Beispiel dieser Schlagring. Oder auch, nee, der Superhammer brauche ich, diese kurzläufige 44er-Pistole. Ja, die gibt auch ein bisschen Geld. Ansonsten haben wir im Angebot nichts. Doch, da, 10mm Automatik-Pistole. So, Gewehr, bla bla bla, das ist alles wunderbar. Das brauchen wir. Dann bei der Kleidung. Das sieht interessant aus. Scheiße, das sieht wirklich interessant aus. 37, 37, 15. Ist der Harnisch. 37, 37, 5. Ja, das ist sicherlich besser. Tausendmal besser. Aber das schaue ich mir das beim nächsten Mal an. Das da ist nix. Kann ich schon jetzt sagen. Das ist wahrscheinlich auch nix. Nee, komm weg. So, und der ganze Schrott kommt auch noch weg. Golduhr zweimal, das gibt gut Geld.
Ah, okay, der hat gerade richtig... Den, ja, mehr Geld hat er nicht. Das reicht auch. Tom. So, kann ich jetzt... Ich hab kurz gepennt und boom, da war's. Ich habe ein paar Ideen für den Erlöser. Mach deine mega krasse Wumme noch... tja, krasser. Schau dir an, was ich da hab. Ich will, hä? Hab ich die neue Quest schon gekriegt? Mal weg. Hab ich die schon? Ja, natürlich. Bau Miele auf. Ja, jetzt, ist es ein Dauerbrenner. Okay, so. Verdammt. Augusta zu verlieren ist ein schwerer Schlag. Nicht dein Fehler, ich weiß. Desdemona. Gute Arbeit in Augusta. Bittere Wahrheiten sind mir lieber als Unwissenheit. Hast du mir was? Entschuldigung, ich hab zu tun. Wen soll ich sprechen? Ich habe jetzt völlig verpeilt, wenn ich sprechen soll. Oh, scheiße. Deacons Quote ist die beste. Von ihm könntest du viel lernen. Deacon, natürlich. Deacon wollte mit mir sprechen. Wo ist er denn? Deacon. Macht Deacon etwa mit meiner hübschen Dame rum? Ich muss für Tüfteltom was erledigen. Ja, wer ist das? Glory, ja. Er macht nicht mit Glory rum. Gut für dich, Deacon, aber er liegt im gleichen Zimmer. Ich muss zugeben, es war ziemlich ruhig ohne dich. Nein. Du bleibst hier. Jetzt gar nicht. Tja, wenn du es dir anders überlegst. Also gut. Nein, ich will dich jetzt nicht dabei haben, weil sonst geht Dogmeat und das will ich nicht. Stimpack und Wasser. Ja gut, dann sind wir hier, glaube ich, fertig. Für den Moment. Ist schon mal nicht schlecht. Dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen können. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Da könnten wir eigentlich... irgendwas noch hier, so eine Kleinigkeit machen. Komm, wir machen doch mal sowas. Wir stellen Mila auf diese ganze Folge. Als nächstes machen wir da wieder was anderes, aber... Oh, Diamond City. Oh, Freunde. Ja, wir gehen nach Diamond City. Und schauen mal, was hier Sache ist. Weil anscheinend... ist die Hölle los hier. Das schauen wir uns eben noch an. Mal gucken, wer uns was zu sagen hat. Sieht zumindest noch einigermaßen gut aus. Ein bisschen leergefegt, das Ganze. Da ist ja fast niemand mehr da. Nur noch... Da ist keiner mehr da. What the fuck ist hier los? Okay, Freunde. Das wird eine Aufgabe für uns, ganz bestimmt. Herauszufinden, was hier geschehen ist. Aber... das halten wir jetzt ein bisschen spannender. Und zwar werden wir das in der nächsten Folge anschauen. Also gut, ich muss jetzt hier, ich darf jetzt hier mit keinem reden, weil sonst ist das ein schlechter Übergang. So, ich bleibe hier stehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir rausfinden, was mit Diamond City passiert ist, wieso das so eine Geisterstadt geworden ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Rotmac. Ciao.